Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Wo ist unser Glaube? Ist die Not, all das, was um uns rum ist, das große Meer, das stürmt? Oder ist der Glaube, egal was kommt, Jesus wird mir helfen? Furcht oder Glaube an Gott? Das ist der Unterschied und es ist deine Entscheidung. Gib alles. Kennt ihr diesen Ausspruch? Gib alles. Die einen sagen, ja, jetzt hält er eine Opferpredigt, jetzt kommt gleich der Klingelbeutel rum und dann soll ich alles geben. Das ist heute nicht mein Thema, sondern mit gib alles möchte ich doch einiges andere ausdrücken. Ihr kennt das von Olympiaden. Olympiaden und immer wieder sind Wettkämpfe und dann hört man von Sportlern, die eine Medaille gewonnen haben, ich dachte nicht und jetzt habe ich sogar den Weltrekord und so weiter und die haben alles gegeben. Die sind nicht zu ihrem Wettkampf gefahren und haben gedacht, Hauptsache ich bin dabei, egal wie ich laufe, sondern während es gegolten hat, haben sie alles gegeben. Gib alles. Alles im Glauben, wenn du alles gibst, kann alles geschehen. Und wenn ich frage, wer hätte gern alles, da gehen die Hände zumindest innerlich hoch. Ja, jeder möchte gern alles haben und das ist auch bei Jesus zu bekommen. Ich möchte euch in Erinnerung rufen, ihr kennt die Begebenheit, die 12 Jünger. Sie waren so von Jesus berührt und haben alles verlassen. Mein Ende dieser Predigt wird nicht sein, verlass deinen Beruf, verlass irgendwo alles und mach dies oder jenes. Nein, es ist deine Berufung. Da ist die Frage, wo geht es weiter? Bist du auf Petrus bezogen, bist du noch beim Fischen oder bist du beim Menschenfischen? Das war für Petrus die Berufung. Du hast bestimmt eine andere. Sie waren mit Jesus unterwegs. Sie hatten gesehen, wie Zeichen und Wunder geschahen. Jesus lehrte sie und auch die anderen, die um ihn herum waren. Aber Jesus hatte nicht die Jünger berufen, um ihnen dauernd die Hände aufzulegen. Ich segne dich, sei gesegnet. Ach ja, wir haben heute uns noch nicht gesegnet. Ach, heute Mittag, den Nachmittagssegen, den Abendsegen. Und manche stellen sich vor, wenn man mit Jesus unterwegs ist, da dreht sich's immer um mich. Nein, Jesus schaute bei den Jüngern wie auch bei uns. Er schaute nach Gehorsam. Er hat nicht gesagt, okay, jetzt die 12, die haben das große losgezogen, für die tue ich alles. Und die sollen, denen soll so richtig gut gehen. Ja, sie waren aber auch mitten im Leben drin, mitten im Leben auch mit Jesus. Wir wissen, dass Simon Petrus, er war Fischer am See. Und sie waren da und Jesus war dort und ihr kennt die Geschichte, ich möchte sie abkürzen und Petrus sagte, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Das ist ein Erfolgserlebnis. Ja, ich habe 5 Wochen dafür gebetet und nichts bewegt sich. Die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und man kann doch wirklich nicht sagen, dass Petrus nicht wusste, was er tat. Unser Freund Dani, unser Reiseleiter, der ist ja auch groß geworden mit Fischen und dann hat er mir erklärt, wie man fischt und die einen braucht man eine Lampe, beim anderen so. Also die Fischer wissen genau, wie man die Fische, die es in diesem Meer oder in diesem See gibt,
wirklich ins Netz bekommt. Und ich glaube ganz fest, dass Petrus das ganz, ganz gut wusste. Aber es war nichts drin. Wenn man heute nichts drin hat, dann sagt man, ist überfischt. Aber das war bei Petrus nicht so. Es hat nicht geheißen, in dem See waren noch zwei Fische drin und die hat Petrus nicht gefunden. Nein. Und dann steht in Lukas 5, Vers 5, Herr, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich es tun. Jesus hat gesagt, fahrt hinaus und tut die Netze auf der anderen Seite runter. Und ihr müsst euch das mal vorstellen. Und der Simon Petrus hat gesagt, weil du es sagst. Weil du es sagst. Und das ist Gehorsam. Nicht, weil es vernünftig war. Was hat das für einen Unterschied auf die andere Seite? Es war eine Tageszeit, wo man normalerweise gar nicht fischen tut. Und nicht, weil man immer es so gemacht hat. Er hat nicht mit Jesus debattiert und hat gesagt, Herr, klar, du hast noch nie gefischt, du weißt nicht, wie das geht. Das funktioniert nicht. Und so sind wir doch oftmals, wo wir sagen, Herr, ich habe hier meinen Bericht, dass ich unheilbar krank bin. Oh Herr, du siehst auch hier den Beweis, dass ich es nicht kann. Du siehst meine Schulnoten, du siehst das, du siehst jenes. Ich habe ein zu altes Auto oder aber gar kein Auto, ich habe kein Geld. All die Dinge, wo wir Jesus beweisen wollen, dass es nicht geht. Jesus kam zu Petrus und hat gesagt, mach es total anders, so wie ich es dir sage. Und ihr wisst, wie der Erfolg war, dass sie es gar nicht mehr hochziehen konnten, andere noch rufen mussten. Und sie hatten gefischt, wie man es normalerweise nicht tut. Das heißt jetzt nicht, dass du losgehen sollst und alles anders tun, nur weil es anders ist. Nein, mach das, was Jesus sagt. Jesus sagte einem erfahrenen Fischer, was er zu tun hatte beim Fischen. Hat Jesus vielleicht schon auch ganz leise zu dir geredet, der du erfahren bist in deinem Beruf? Mach es so, mach es anders. Tu es heute nicht, mach es heute so. Und du hast gesagt, nö, ich weiß, wie es geht. Es geht jeden Tag so. Und dann hast du dich vielleicht gewundert, warum geht es heute gar nicht? Gegen jegliche Logik und Erfahrung kommt auf einmal Jesus und wir sagen, Herr, das kannst nicht du sein. Wir leben in einer Zeit, wo Dinge auf uns zukommen, die stehen in keinem Buch, in keiner Historie, die hat die Menschheit noch nie erlebt. Und dann, Herr, das kannst nicht du sein, dass auf einmal es total anders geht. Und wir wünschen uns so oft wieder das Alte zurück, weil wir das gewohnt sind, weil es einfacher war oder auch mehr Freiheit gegeben hat. Nach einer Versammlung, die Jesus hatte, schickte Jesus die 12 Jünger mit dem Boot aufs Meer, auf den See hinaus. Und es kam ein großer Sturm. Ich habe heute unseren Kajak mitgebracht. Ihr Lieben, wir sind da ein paar Mal im Sommer. Das ist so das, was wir lieben, Isolde und ich, irgendwo auf dem Altrhein oder auf dem See unterwegs. Und da haben wir uns dieses Kajak gekauft. Petrus ist nicht aus einem Kajak raus, aber ich möchte euch ein kleines Boot darstellen. Wenn wir hier gleich von Petrus sprechen und den 12 Jüngern, wenn wir da sprechen, stellen wir uns mittlerweile große, stabile Schiffe vor. So richtig, so, also nicht ganz Kreuzfahrtschiffe, sondern große, stabile Schiffe. Ihr müsst mal sehen, wir haben auch so ein Schiff von der Zeit Jesu im Foyer stehen als Modell. Das ist nicht viel größer, das war nicht viel größer wie so ein Boot. Und ich habe mittlerweile ein bisschen Erfahrung, wenn du in diesem Boot schon seitlich einsteigst, liegst du schon im Wasser und ist eigentlich sehr eine wackelige Geschichte. Und da muss man schön immer in der Mitte sitzen. Macht viel, viel Freude, wenn keine großen Wellen sind, dieses Boot. Aber in diesem Sturm waren große Wellen und sie hatten wirklich, wirklich
Probleme. Und die Jünger hatten Angst und sie hatten Angst und auf einmal sahen sie eine Gestalt auf den Wellen daherkommen und sie schrien: Ein Geist! Wieso schrien sie ein Geist? Weil damals in der Seefahrt war es gewöhnlich, dass man an Geister geglaubt hat, die irgendwo in den Wellen und in den Stürmen sind. Und das kam ihnen als Fischer sofort in den Sinn. Das, was wir die ganze Zeit gehört haben, jetzt erleben wir es. Wir sind in großer Gefahr und da noch ein Geist. Jesus kam, um ihnen zu helfen. Er kam auf den Wellen daher im Sturm. Er kam daher, um ihnen zu helfen. Sie kamen von einer Großveranstaltung, wo Jesus gesagt hat: Fahrt raus und ich gehe noch beten. Fahrt raus. Die Frage ist, warum hat Jesus sie in den Sturm geschickt? Warum waren sie in Gefahr, obwohl sie eigentlich Jesus kannten und gerade noch mit ihm zusammen waren? Hat Jesus vielleicht nicht alles im Griff? Ja, sowas gab es noch nie. Sowas gab es noch nie. Es war aber auch keine Strategie, sondern es war auch keine Religiosität. Sowas gab es noch nie. So Sturm und ich weiß nicht und man sieht Jesus nicht. Es war nicht das gewohnte, sanfte Säuseln, das wir so lieben, wo wir uns wie im Thermalbad zurücklegen und sagen: Jesus, jetzt rede zu uns. Es ist alles so schön, das passt und jenes passt auch. Jetzt rede zu uns, uns geht es gerade so gut und wir möchten dir zuhören. Nein, es war Sturm, es war Gefahr, es hat geblitzt und gedonnert. Ich glaube, das Bild stellt es etwas symbolisch dar. Also das ist kein Bild von Uwe, der gerade den Schnappschuss dort gemacht hat, sondern das ist ein Gemälde, denke ich, das fotografiert wurde. Ja, und könnt ihr euch vorstellen, als sie schrien, es ist ein Geist, dann kam die Stimme: Ich bin es, fürchtet euch nicht. Könnt ihr euch, aber Jesus hat bestimmt nicht so geflüstert bei dem Sturm, sondern hat es geschrien: Ich bin es, fürchtet euch nicht. Ja, ihr kennt die Geschichte schon im Voraus, wie das alles war. Es war Furcht, ihr Lieben, Furcht ist Glaube an Satans Machenschaften. Furcht ist der Glaube an Satans Machenschaften. Furcht heißt, es geht jetzt was schief und der Feind sagt, Amen. Ja, du hast recht, es geht jetzt was richtig schief und du hast Furcht. Es war so ungewöhnlich. Und ich denke, alle haben gedacht, sowas würde Jesus nie tun. Wir haben nur Gutes gesehen, was sie meinen, gut, was gut ist. Wir haben nur Gutes gesehen, sowas würde er nie tun. Es war so ungewöhnlich. Die aktuellen Umstände prägten ihre Erwartung. Der aktuelle Umstand war, es war Sturm, es war alles durcheinander, es war ja kopfüber und es drohte, dass sie untergingen. Und diese Umstände haben sie sofort ein Geist, die Kombination. Wenn bei dir mal Jesus anders um die Ecke kommt, dann kommen auch deine Gedanken: Ja, jetzt geht alles schief. Oh, jetzt passiert das und jetzt passiert jenes und da bekomme ich die Krankheit und da das und so weiter. Lass die Umstände nicht dein Leben berühren. Deine Umstände sollen nicht dein Leben berühren. Und sie dachten, er hat uns nicht gewarnt, hätte er gesagt, wenn ihr rausfahrt, passt auf, es kommt gleich ein Sturm, hatte er nicht gesagt. Dabei hatte Jesus für sie neue Wege. Die 12 Vorzeigejünger
hatten solche Furcht. Alle 12 sahen die Zeichen und Wunder. Und Petrus fasste Mut. Als er Jesus hörte, sagte er, wenn du es bist, dann heiße mich zu dir zu kommen. Müsst ihr euch mal vorstellen, wer von uns wäre ausgestiegen aus so einer Nussschale, wo du sagst, boah, zum Glück, wir halten uns gerade noch und ja, Petrus ging auf dem Wasser. Und ich kann mir vorstellen, als er gemerkt hat, dass es funktioniert, kam vielleicht auch ein bisschen Stolz. Wow, ich kann auf dem Wasser gehen. Und dann auf einmal hat das Wasser doch nicht mehr so getragen. Furcht oder Glaube an Gott? Das ist auch die Frage für uns den ganzen Tag hindurch. Furcht oder Glaube an Gott? Du hörst die neuesten Nachrichten, Furcht oder Glaube an Gott. Du transferierst das in deine Umwelt, wo du sagst, oh ja, wenn das passiert, dann könnte mir das passieren. Und da sind Einschränkungen, da ist das passiert, das könnte mir auch passieren. Und da ist das geschehen, das ist fast dasselbe, wie es bei mir ist. Aber Furcht oder Glaube an Gott, das ist der Unterschied und es ist deine Entscheidung, stimmt's? Es ist deine Entscheidung. Die 11 Berufenen blieben im Boot. Die 11 von Jesus Ausgebildeten blieben im Boot. Nur einer ist rausgegangen und ist auf Jesus zugegangen. Die 11, ja, beschäftigten sich mit der Furcht. Die haben geschaut, dass sie nicht ins Wasser fallen und dass das Boot nicht zu voll wird mit Wasser, haben Wasser geschöpft, während der eine Jesus entgegenging. Sie hatten Erfahrung. Die Erfahrung war mehr mit dem Wasser als mit Gott. Sie wussten, dass das Meer sie umbringen konnte. Das war größer als der Glaube, dass Jesus sie retten kann. Und das ist auch das, wo wir immer wieder geprüft werden. Wo ist unser Glaube? Ist die Not, all das, was um uns rum ist, das große Meer, das stürmt? Oder ist der Glaube, egal was kommt, Jesus wird mir helfen? Das ist wieder deine Entscheidung. Und das war die Bestätigung der Furcht, als der Petrus sank, haben die, kann ich mir vorstellen, die 11 innerlich gejubelt, der Große, was er meint, er ist immer der Größte. Schau, jetzt sinkt er. Bin ich froh, dass ich da drin geblieben bin. Schau, jetzt sinkt er. Ja, die 11 wussten, was Petrus falsch machte. Es gibt um dich rum, wenn du in Not bist, viele Leute, die wissen, was du falsch machst. Die es dir auch meistens auch sagen, was dich nicht immer aufbaut. Sie wussten, was Petrus falsch gemacht hatte, aber sie selbst hatten alles falsch gemacht. Sie haben Jesus nicht vertraut. Und ich finde es so stark, ihr Lieben, der sicherste Platz war nicht im Boot, sondern auf den Wellen, als Jesus ihm die Hand gab. Das war der sicherste Platz. Das war sicherer wie im Boot, stimmt's? Aber es bedeutet wirklich alle irdischen Sicherheiten zu verlassen, wenn Jesus sagt, komm. Und auf den Wellen im tosenden Sturm, das war der sicherste Platz an der Hand Jesu. Nicht irgendwo sonst am Strand oder irgendwo im Rettungsring oder Rettungsweste. Nein, der sicherste Platz war an der Hand Jesu. Und ich sage dir auch, der sicherste Platz für dich ist auch an der Hand Jesu. Nicht die Kirche, nicht die Religion, wo du sagst, ja, ich tue doch immer und tue doch immer. Nein, der sicherste Platz ist an der Hand Jesu. Keiner war in diesem Moment Jesus näher als Petrus. Auf den Wellen, im Sinken, war Petrus am nächsten
bei Jesus. Die anderen wollten, was Jesus ja nachher auch tat, wollten, ach Jesus, komm mit ins Boot, sprich ein Machtwort und alles ist gut. Das ist das, was die Mehrheit möchte. Aber an Petrus hatte Glauben in das Unmögliche und dass das Unmögliche Jesus beherrschte. Der sicherste Platz war während des Sinkens außerhalb dem Boot, im Sturm, auf den Wellen. Wenn Jesus auf eine ungewöhnliche Art und Weise zu dir kommt, was machst du dann? Er möchte, dass du alles freiwillig gibst, ohne dass dich irgendetwas aufhalten kann. Gib alles. Ihr Lieben, die Jünger, alle 12 haben ihren Beruf an den Nagel gehängt. Sie dachten, das war alles. Alle wurden geprüft, aber nur einer war bereit, sein Leben auch zu geben in diesem Moment. Das war der Petrus. Petrus wird immer so als der Ungläubige, aber was war mit den anderen 11 Nieden? Die haben gar nichts gemacht. Petrus hat wirklich sein Leben aufs Spiel gesetzt und das wurde mit Nähe belohnt. In Matthäus 26, 35 heißt es, auch wenn es bedeutet, dass ich mit dir sterben muss, werde ich das niemals tun. Und er hat ihn ja nachher auch verleugnet. Petrus war immer mit dem Gedanken, ich muss noch mehr Jesus geben. Ich muss noch mehr, ich muss mein ganzes Leben Jesus geben. Und Herr, ich würde an deiner Stelle sterben und so weiter. Ihr wisst alles, was da in der Bibel steht. Er wusste, dass nicht nur Christsein das Allerwichtigste ist, sondern auch wirklich alles Jesu zu Füßen legen. Nicht die Mehrheit hat die Verhältnisse beherrscht, sondern die Nähe Gottes. 1 zu 11, der eine hat es richtig gemacht. Bei Josua und Kaleb, da haben es 2 richtig gemacht und 2 Millionen Israeliten gingen verloren mit 5 Brote und 2 Fische. Ihr Lieben, das hat die Minderheit hat die Mehrheit ernährt. Ihr kennt die ganze Geschichte von Gideon. Es ist nicht die Mehrheit, es ist wirklich, gib alles, Jesus, und du bist ihm ganz, ganz nahe. Petrus hat alles aufgegeben, seinen Beruf, aber auch sein ganzes Leben, alles. Wir können nicht selbstzentriert sein und Größeres erwarten. Ihr Lieben, das können wir nicht. Wir lesen Johannes 14, Vers 12 bis 13. Ich sage euch die Wahrheit, wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich. Ja, sogar noch größere. Denn ich gehe zum Vater, worum ihr dann in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun, damit durch den Sohn die ganze Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird. Und ich sage dir auch, nicht die Gaben des Geistes soll dein Ziel sein, sondern die Frucht aus diesen Gaben. Nicht das Sammeln, ich habe die Gabe der Weissagung, die Gabe der Erkenntnis, die Gabe der Krankheit, ich habe. Nein, ihr Lieben, was den Menschen dient, die Frucht aus den Gaben. Und da musst du nicht mit hausieren gehen, sondern die Frucht. Gib Jesus alles, deine Zeit, dein Glaube, ja das Opfer. Nicht nur die finanziellen Mittel, nein, nicht und gib nicht aus deinem Überschuss. Ihr Lieben, gib Jesus nicht aus dem, was du immer brauchst, nicht das Ausgebrauchte, nicht das Wertlose. Es ist in der Bibel immer die Rede im Alten Testament, das beste Lamm für das Opfer. Was ist dein Bestes? Das kann deine Zeit sein. Insgesamt gesagt, dein Leben natürlich und was da alles drinsteckt, gib Jesus dein Bestes. Gott gab auch für dich sein Bestes. Gott gab für dich sein Bestes. Er hat alles gegeben, indem er Jesus gegeben hat, dir.
Er gab sein Bestes und hat nicht gesagt, ach ja, zwei ausgebrauchte Engel schicke ich mal runter für die Menschheit. Nein, er gab seinen Sohn, er gab Jesus für dich. Und du darfst nur Ja sagen. Wenn Jesus sagt, komm, steigst du wirklich aus dem Boot in den Sturm rein und sagst, Jesus, danke, du gibst mir den Halt. Oder sitzt du drin und sagst, guck mal der Petrus an, immer muss der vorne dran sein, immer muss der den Blödsinn alleine machen. Nein, du hast auch jetzt gerade die Entscheidung, machst du es so, wie alle machen, oder gibst du alles und sagst, Jesus, Jesus, in dieser Zeit nur deine Hand, nur deine Gegenwart zählt und du gehst vorwärts und machst nicht das, was alle tun, sondern wenn Jesus sagt, komm, dann gehst du. Ich sag dir, es lohnt sich. Amen. Schauen Sie mal. Wir haben das Magazin für Sie neu gestaltet. Freuen Sie sich auf mutmachende Artikel im frischen Gewand. Neugierig geworden? Dann gleich bestellen. Natürlich kostenlos. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.